Ich glaube, die Zerstörer gibt's nicht mehr. Weil da hatten schon mal irgendwelche gemeint, dass die mit dem... Wow! Wow, Lutz, Angriff, wir haben angegriffen. Wir müssen weg, oder? Ja, warte, ich bin noch überladen, ich kann nicht auf den Vogel. Wenn wir jetzt auf den Vogel gehen. Warte, ich muss erstmal was wegschmeißen hier. Ja, wir haben uns ein bisschen viel, zu viel Rabatz gemacht, so wie es aussieht. Ja? Wo sind sie denn? Wo seid ihr? Ich habe jetzt leider kaum noch Muni oder so. Da unten. Ah, dammit. Ich bin erstmal rausgeflogen. In welche Richtung fliegt die gerade? Bin auf dem Hügel, packe ich hier oben drauf. Okay, ich bin bei dir. Komm, ich mach mal platt, Alter. Hier, okay. Ja, ich würde ja versuchen, den zu crappen oder so. Warte mal. Wo ist der denn? Irgendwo muss er seinen Greifen geparkt haben. Lass mal nach dem Greifen suchen, dass er nicht mehr wegkommt. Ist er mit dem Schiff gekommen? Nee. Ich schau mal ein bisschen mit da. Bin jetzt auch bei euch noch. Okay. Hier ist einer bei mir. Ich komme. Hier ist auch einer mit dem Greifen. Das sind zwei Leute, glaube ich, oder? Da war gerade einer mit dem Greifen. Da unten ist er. Ja. Beim Stego. Komm her. Meiner ist noch zu langsam. Nee, ich fliege nicht ins Wasser, das kannst du mal schön vergessen, Kollege. Der ist clever. Wem ist okay, wenn ich die komplette Festung hier wegnehme, ne? Ja, hier die Duetsche Marine hat schon geschrieben, dass das deren Base mal war, die wurden aber ausgelöscht. Und die wussten nicht, dass das ein Spawnpunkt war. Ja, ich wollte nur mal sicher gehen, dass das in Ordnung ist, wenn ich die komplette Festung wegnehme. Geh nochmal in die Höhle rein. Was willst du jetzt in der Höhle? Na, gucken, die Typen killen. Ob du das Stargate da reinbauen können? Wir können da sowieso kein Stargate reinbauen, weil da alles voll ist. Die haben da selber alles voll gebaut. Wir müssen da alles wegmachen, erst von Strukturen. Ich würde das Stargate auch nicht hier in die Insel bauen. Das macht jetzt noch keinen Sinn. Das macht erst Sinn, wenn wir die Insel übernehmen sollten. Ich würde es ins Wasser bauen, das Stargate. Nicht für Schüsse. Bin ich. Jo, ich höre es auch. Ja. Ich schieß gerade auf den T-Rex da hinten. Ich merke schon, Lutz hat Blutdurst. Naja, ich muss hier was nachholen, weißt du? Okay, David, kommst du mit? Jo, ich bin an deinem Arsch. Also müsst du, ich mach mal ein bisschen hier, ich weiß nicht, wo ich den. Oder bleib am besten hier, aber ich will den. Nee, ich muss den Greifen irgendwo verstecken und irgendjemand müsste auf den Greifen aufpassen. Ich hab auch keine Waffen weiter mitgenommen. Schau dir mal hier hin. Ja, nur fürs Massen auf Follow. Und ja, fliegst dann einfach weg oder so, würde ich vorschlagen. Ich geb dir erstmal die ganzen Ach ja, genau. Sachen, ne? Ich mach's dann in den Vogel rein. Jo. So. Der Vorteil ist, dadurch, dass ich selber keinen Überblick mehr habe, wo ich jetzt genau bin unter Wasser, dürfte man das auch anhand des Videos jetzt nicht sofort wissen, wo ich das Stargate jetzt genau hinbaue. Deswegen baue ich es jetzt ja einfach mal und kann das auch in der Aufnahme zeigen. Dann gucken wir mal, ob es funktioniert. Ach scheiße, ich brauche noch irgendeinen Boden. Oh, ich hab Foundation vergessen. Oh Mann. Oh, das gibt's doch jetzt nicht, ey. Sollen wir dir jetzt eine Castle Foundation noch vorbeibringen? Ja, am Ende steht hier der ganze Tribe, Alter, weil er mir irgendwas noch bringen musste. Ich glaube, hier stand auch irgendwie so ein... zum Teil zum Castle bauen. Von jemand anders. Auf der Insel. Auf der hier? Ja, hier steht eins. Kann man da... Sind da noch Ressourcen drin? Ich schau grad, ja. Ist noch drin, oder was? Ich weiß nicht, ob das reicht. Guck mal, schau mal. Wenn es eine Pillar Foundation ist. Ah, ne, Pillar Foundation geht nicht. Muss auch eine richtige Foundation sein. Da fehlen Steine. Wenn nicht, ich schau mal hier bei der Inner Base, wo wir letztens Greatest hatten. Beziehungsweise Ziel ja mal kurz angeklopft hat. Vielleicht haben die ja was. Geht so jetzt die Dinos oder was? Au. Nee. Ich rede mit Lutz. Was machst denn du? Das ist ja ins Wasser gefallen. Jo. Ja, der wird jetzt ja trinken.
Sind die alle auf Aggro? Alter, ich fühle mich hier irgendwie nicht so sicher gerade. Alles nur um Steine zu besorgen. Ja, hier ist alles drin, aber keine Steine. Die haben sie gepinnt. Alter. Machst du kaputt die Kiste, wenn du sie gepinnt ist? Ja, die werden ja keine Steinkiste pinnen. Was sieht denn hier aus, Alter? Jo, die haben keine Steine hier. Schauen wir mal auf der Seite. Krass, da ist auch noch ein Raum. So, hier war das Artefakt gewesen. Können wir nochmal eine Runde mit Halb fahren? Ich hab 9 Steine hier. Yep. Witzig. Oh, ey, das nervt mich jetzt gerade hier ein bisschen. Okay, kann jemand von der Eichen vorbeibringen? Okay, das mache ich hin. Am besten gleich mal so 4 oder 5 Stück. Oh, das ist der Quetzel. Jawohl. So, cool, ey. Hab's geschafft, einerseits die Stargates zu Hause liegen zu lassen, die ZPMs zu Hause liegen zu lassen, Foundation zu Hause liegen zu lassen. Oh, ist ja ein Wunder, dass ich meinen Kopf mitgenommen habe. Aber ich sag mal so, wir werden bei uns um die Insel irgendwo sowieso dann Ichtis haben und da auch noch ein Stargate reinsetzen. Und dann werden wir mit Ichtis dann einfach das benutzen immer, denke ich. Von daher kann ich das jetzt einfach hier hinsetzen. Das sieht man wenigstens im Video nicht, wo ich es hingesetzt habe. Ist gar nicht so verkehrt. Weil ich es eigentlich schon gerne ein bisschen versteckt hätte. Mal, ob hier irgendwo ein Felsen ist. Ich muss so ein bisschen auf meine Stamina aufpassen. Arthur, hast du eine Fackel oder sowas dabei? Glaube schon. Kann ich die Fackel unter Wasser benutzen? Hier ist übrigens direkt neben dem T-Rex, ne? Nicht wundern. Die Kristall? Schau mal. Nee, hab ich nicht dabei. Okay, nice, das ist deutlich besser. Dann lass erstmal zurück. Ich fühle mich hier, es ist so gruselig hier unter Wasser. Ich bin jetzt gruselig. So, hier sind Felsen. Ich glaube, ich baue es jetzt einfach hier hin, dass es halbwegs versteckt. Na, mal gucken, Leute. Ich baue es jetzt einfach hier hin. Also, welche Dinos sollen wir jetzt alle mit nach Hause nehmen? Einfach nur den Speedy. Ja, und Rakete nehmen wir. Trollolon nimmst du wahrscheinlich? Jo. Nutzt dann. Jo. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Wartet mal. Also. Modul rein. Gut, dann fliege ich jetzt. Okay, jetzt muss ich die Adresse wählen von unserem Heimatgate. Will sich da mal jemand hinstellen, weil mich auch mal interessieren würde, ob dann auch so ein kommt bei dem anderen. Ja, Gate. Wenn du noch ganz kurz wartest. Ich leg einfach den hier mal Rocket Launcher. So, okay, ich gebe jetzt den PIN ein. Was? Beziehungsweise den Code, die Adresse, die Nummer von unserem Heimatgate. Halt, das hat nicht funktioniert. Ich muss das so machen. Stell dich nicht direkt davor. Denn. Übrigens kann sein, dass jetzt hier ein schwarzer Balken ist, damit ihr das nicht seht, ne? Also die Zuschauer. Weil sonst kann sich jeder bei uns ja, zu Hause einwählen. Nächste Folge, warpen 500 Leute bei uns in die Base. Oh. Krass. Alter. Geil. Yo. So, wartet mal. Ich komme. Juhu! Richtig nice. Nice, 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 es funktioniert. Cool. Ich fand's auch cool, wie die ganzen Symbole, die Runen rundherum angegangen sind zuerst. Nice. So, wartet also, mal. Man kommt nicht in die andere Richtung. Ja, man muss erst, es geht immer nur in eine Richtung, wenn es da geht. Oh, okay. Das heißt, man ist tot, wenn man hier reinkommt als Gegner. Man kommt nicht mehr. Ja, man kann wieder umwählen. Warte mal. Ja, aber bis dahin ist man tot, wenn hier Turrets stehen. So, das ist jetzt, okay. Also sollten wir da mal 10 Turrets reinmachen? Ja, wir müssen, glaube ich, erst warten, bis das ausgeht wieder. Das heißt, man kann sich auch nicht so schnell wieder rauswählen. Nee. Also, ich finde gerade keine Möglichkeit, um das abzubrechen. Dann sollten wir auf jeden Fall so gucken, so kleine Metalwände machen. Dass wir wie so ein kleines Fort-Tor noch haben. Wenn da einer dann doch reinporten sollte, dass er dann erstmal in dem Vorraum gefangen ist. Jo, ja, wir müssen uns auf jeden Fall auch sichern. Also das kleine. Cool, ne? Jo, so, ich will mal in die andere Richtung. Also das kleine Fort-Tor, das haben wir schon mal gebaut. Klein. Ja, klein. Moment.
will er irgendwie nicht. Nee, doch, jetzt. So, Moment. Jo. Wo genau hast du das passiert? Aber ich bin ganz unten tief im Wasser. Hä? Vorhin... Ach hier, der Stein muss ich erst darstellen wieder. Okay, alles klar. Ich hab gerade in einem Strahlen Scuba-Tank und Flossen gefunden. Ich komm mal mit, ne? Jo, komm mal mit. Komm durch. Musst du dann wieder zurückwählen, dann? Oh, ich finde das übelst faszinierend irgendwie. Ah, sieht cool aus. Wenn das jetzt ausgeht, macht das so. Also ihr müsst ja wie eben wieder zurückkommen. Ich will das sehen, wie das sich materialisiert. Alter, das ist so krass. Ah, du bist schon durch? Ja, gerade schon. Übelst nice. Ich mach ein bisschen neben nicht. Ah, okay, ist zu spät, schade. Aber es ist so geil, auch die Sounds und so dazu. Ich hab grad ein breites Grinsen. So, Ben. Ah, wählen muss man am Tor selber. Kann man machen, aber du kannst auch Konsole gehen und da steht dann da die Gates von davor. Guck mal, ob die bei dir auch angezeigt werden, was davor gewählt wurde, wenn du auf Konsole gehst. Ich habe jetzt 94 Granaten, das ist fast ein bisschen zu viel. Unsere Kiste mit Schusswaffen ist voll. Ich meine, wir können höchstens mal gucken. Letztlich wollen wir nochmal schnell die Höhle machen und mal schauen, was die Granaten genau an Schaden machen und so. Vielleicht nochmal. Wir können ja probieren, eine Foundation zu setzen oder so. Eigentlich wäre es ja nur wichtig, wenn wir erstmal den Eingang zumachen könnten. Du kommst hier nicht von unten auch raus? Jo, aber muss man uns das überlegen. Ja, es geht erstmal darum, dass wir hier was gebaut haben, dass die anderen nichts mehr bauen können hier. Was ist denn los? Bitte. So, Granatenwerfer. Hab ich schon drinne? Beam, du solltest sie vielleicht auch nochmal umziehen, ne? Ja, das mache ich jetzt. Wieso meinst du, dass ich damit keine Granaten schießen kann, oder was? So, also das wird schnell kaputt gehen hier, glaube ich, oder? Nee, das sind richtige Mauern. Ich meinte eher, dass wir vielleicht versuchen, das hier kaputt zu machen und dann können wir vielleicht sogar schon den Höhleneingang bebauen. Lutz, da kannst du deine Zeugs nicht reparieren. Mal, wie viel TP haben denn die Dinger? 10.000? Okay, ne? Nee, du musst deine Flakflüsse jetzt in das Mittel reparieren. Zu nah. Guck mal, wann kann ich denn hier bauen? Es kann natürlich auch problematisch sein, weil über uns haben die auch... Hier kann ich bauen, wenn ich will. Okay. Weil über uns, über der Höhle haben die ja auch gebaut. Es kann sein, dass wir das auch wegmachen müssen. Um in der Höhle bauen zu können überhaupt. Sag ich erstmal noch schnell was. So. Okay, also die Wände gehen schon mit einem Schuss weg hier. Nice. Okay, das ist relativ effektiv. Du müsstest denn hier unten die Fans Foundations auch noch zerstören. Ah, scheiße. Wie viel TP haben die? 7,5 oder so. Ja, 10.000. Wie viel haben die Steinwände? 10.000 auch. Hallo. Was ist denn, wenn ich einfach runterziehe? Das müsste eigentlich das Effektivste sein, oder? Wenn ich so hier mache. Yep. Ich glaube, es ist weg. Okay, sehr gut. Scheiße, das hätte ich schon mal eher machen sollen. Also wenn ich jetzt hier hinschieße. Okay, nice. Hier. Ich habe irgendeinen Dino getroffen. Ja, den Moser. Hier ist überall noch Fanzone-Dächen. Ja, das Problem ist, wir müssen wahrscheinlich auch das über uns wegmachen, würde ich mal schätzen. Ich mach mal die Fanzone-Dächen noch weg, okay? Ne, gucken wir mal, ne? Ja. Oh, hier ist auch hier überall oben Scheiß gebaut, ey. Okay. Müssen nochmal Metall farmen? Ja, wir brauchen eigentlich nur das Zeug aus der Kiste bei denen holen. Ja, die haben noch so gut wie kaum Metall. Und das dauert ewig, finde ich. Aber das geht dann mit der Pike, geht das so viel besser kaputt, oder? Naja, so viel Schaden machst du nicht. Also, wenn ich mir einen Hammer drauf hole. Oh. Was wird der Stege mit uns? Der Schwinder. Aua, hör mal auf. Ja, okay, Moment, ich hau mir den Granatwerfer drauf. Wollen wir mit den spielen, ja?
schmeiß mal ein paar Blueprints hier raus. Das ist nicht kaputt gegangen. Wir haben viel zu viele da drin. Hast du, glaube ich, nicht richtig getroffen. Oh, ich hab voll drauf gezielt. Das war ein Freibier, also... Ach da. Aber die geht nicht weg. Ne, jetzt ist er weg. Okay, das war ein Leck gewesen oder so. Anscheinend ja. So, was haben die hier gebaut? Was soll denn das hier sein? Oh. Zum Reinspringen wahrscheinlich. Ja, aber was ist denn das? Wie viel hätten die aus, die Mauer? Giganotto bei uns. Weiß ich jetzt nicht. Was? Giganotto bei uns? Ja, ein 44er. 44er? Ja. Ja, dann macht euch mal ran, oder? Das könnte sich. Ist es ein Weibchen? Weil es egal ist, wird es sich lohnen auf jeden Fall. Ja, definitiv. Warte mal. Mhm. Männchen. Ja, also ich weiß nicht, das lohnt sich jetzt nicht, weil ich mache jetzt den Granatwerfer kaputt und dann können wir bei Imperium nichts mehr machen. Wir haben schon mal angefangen. Ich guck mal, kann ich nichts bauen? Lieg mal ein bisschen weiter, raus. Ja, wir sind so nah dran, so nah dran, so nah dran, so nah dran. Flieg mal weiter, wir gucken mal, wie weit die Distanz ist. Hier kann ich bauen, schon. Ich setz mal hier eine Foundation schon mal hin. Moment. Soll ich die mal loslassen? Huch! Scheiße. Die hat geschossen. Oh, das gibt's doch nicht. Das ist so gut. Da fehlt gar nicht mehr viel so. Also wir müssen echt nur diesen vorderen Bereich wegbekommen. Und wahrscheinlich, dass das oben auf der Höhle drauf ist. Da müssen wir irgendwann müssen wir das mal machen. Da müssen wir gebündelt alle Muni mitnehmen. Einfach zwei Mann oder so. Und dann machen wir da ein großes Sprengkommando, würde ich vorschlagen. Das Problem ist aber, eigentlich wäre es jetzt, das jetzt zu machen, ziemlich blöd, weil... Ne, wir brauchen echt noch erstmal ordentlich Vorrat an Muni und so, weil, wie gesagt, wir müssen das Artefakt verteidigen. Ich sag mal so, spätestens, wenn wir es geschafft haben... Sollten das Artefakt zu verteidigen für 20 Tage, können wir uns ja ordentlich Ressourcen wünschen. Und ich denke, dann hätten wir auch genug, um mal zu sagen, okay, wir sprengen jetzt das Lager weg und bauen da noch eine schöne zweite Festung auf. Finde ich gar nicht so schlecht, weil da hätten wir auch einen Rückzugsort, falls doch mal unsere Burg platt gemacht wird. Ja, müssen wir mal schauen. Ich finde vor allem die Stelle ziemlich geil. Ja, wir brauchen eine neue Kiste für die Implantate. Beam, hast du noch die Koordinaten? Jo, ich hab's auf der Karte markiert. Vollgas mal einfach dem Ufer weiter am Wasser. Da kannst du nichts falsch machen. Hier, hier entlang, ja. Nee, die andere Richtung. Also wieder. Vom Lager weg. Vom Lager weg. Das ist genau super. Die Richtung ist gut, ja. So, fliegst du jetzt erstmal 4 Minuten, 5 Minuten und dann irgendwann links. Das siehst du da vorne, das siehst du schon. Da oben rechts ist ein Greif. Mit Gegner? Mhm. Okay. Ich sehe. Er fliegt aber weg, oder? Okay, er ist weggeflogen. Okay. So, irgendwo hier ist unser Stargate. Mal gucken, wann sie jemand kaputt macht. Das ist immer ein bisschen blöd so, weil einerseits will man es zeigen, andererseits ist es natürlich immer ein bisschen nachteilig, weil dann Leute sehen, wo man es gebaut hat und das so kaputt machen können. Aber ich glaube, man hat es nicht ganz genau erkannt, wo es ist. Also müsste wirklich jetzt den ganzen Bereich unter Wasser absuchen und dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. So. Ich liebe das Stargate aber jetzt schon, ich finde das geil. Huch! Entschuldigung. Wollte ich nicht. Krokodil! Tiermedizin ist hier drin gewesen. Ich bin unter dir. Moment, ich komme, bleib stehen. Bleib stehen. Okay, passt. So, los. Gut, dann suchen wir uns mal heimlich einen schönen Spot, für das da geht. Ich würde sagen, hier irgendwo oben auf dem Berg. Würde ich sagen, oder? Man könnte es auch auf der Insel da oben bauen. Das liegen, ja. Die ist vielleicht ein bisschen zu weit weg, oder? Ja, das Problem ist, müssen wir jetzt mal mit den. Weiß nicht, fährt mal mit dem Giga vorbei. Achso, hast recht, jo. Warte mal, wo ist nochmal die Base von denen? Hier, links. Wo du jetzt hinfliegst, genau, oder was? Genau da, in der Richtung. Ach da. Pepe. Ja, lass es irgendwo im Wald rein bauen. Aber oh, die sind richtig, oder? Ja, ja. Gut. So, Moment. Ja, das ist ziemlich dicht hier. Warte mal, hier ist noch dichter. Kann ich hier hinsetzen? Ja, das ist ein Baum drin. Wir hätten noch ein paar Bäume mitnehmen sollen. Das können wir genau. Immer noch machen. Das machen wir dann. Stimmt, das ist eine gute Idee, das mit Bäumen zu bauen. Da geht hinbauen und dann ganz viele Bäume drumherum. Ich probiere mal hier. Ist halt eine kleine Lichtung, aber
Okay, also ich finde, das ist gut versteckt. Hast du schon platziert? Ey, ich sehe es nicht. Ja, ich habe platziert. Also ich fliege hier gerade im Tee rum und ich sehe es nicht. Das ist doch perfekt, genau so soll es doch sein. So. Bam. Kannst du dann gleich mal gucken, ob du mit dem Greif durchfliegen kannst. Achtung, ich will eben nach Hause. Das ist so cool. So, Moment, ich muss mal noch die Adresse aufschreiben. Okay. Ah, ich will mich angucken. Ah. Okay. Oh, ich bin durch. Das ging viel zu schnell. Ich bin zu Hause. Soll ich auch? Ja, ja, kannst du mal kurz durchfliegen, jo. Ja, oh nice. Hey, na, Isla? Jo! Aber schade, weil das ist gerade bei mir aus. Das ist anscheinend ab und zu noch ein bisschen buggy. Aber egal, es funktioniert auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir warten, bis wieder der Sound kommt, dann können wir zurückwählen. Wäre cool, wenn man die Dinger auch so machen könnte, dass die nur, dass du es einspeichern kannst von vornherein, dass ein Tor nur auf ein anderes geht. Dann könntest du so eine Kette machen, dass dann die man nicht nachverfolgen kann, weißt du, so wie wenn du Geld überweist hier auf irgendwie 50 Schweizer Konten, die du dann nicht mehr nachverfolgen kann. Jo. André, neben Holzbahn. Ja. Okay. Kann man leider gleich mal die Code, also die Tor-IPs mal in die A-Gruppe schreiben, dass wir die dann an der Hand haben? So, ich will mal zurück hier. Schnupp. Halt. Nein, das ist das Falsche. Das hier brauchen wir. Okay, connect. So, Bugs, willst du dir angucken, wo wir es gesetzt haben? Aber klar. Komm durch, komm mit. Hui. Alter, jetzt muss ich erstmal wieder alles. Ja. Jetzt. Bei mir ist noch nicht. Das ist gut versteckt, würde ich mal meinen. Muss ich auch noch einen Screenshot machen. Oh ja. Und das ist der Kai. Nee. Ey, das sieht richtig cool aus. Aber das Geile ist, das war ja in Stargate ja wirklich so gewesen, dass die da teilweise voll in der Wildnis waren und so, weil die irgendwie Jahrtausende, weiß ich nicht benutzt wurden. Hat auf jeden Fall was.